Jackson, sage uns, was sich jeder Adams ersehnt. Dunkelheit, Gram, unaussprechliches Leid. Oh, ich liebe deinen Sextalk. Zeit, die Toten zu erwecken. Die Addams Family ist Kult. Es ist eine Familie, die es vorher schon als Comicstrip in den USA gab. Eine Familie, die in den 90ern ins Kino gefunden hat und die jetzt nach Ulm kommt. Und hier gibt es das große Addams Family Musical. Und ich glaube, allein dafür lohnt es sich. Totenstarre! Todesröchel! Sein Name ist Lucas. Lucas Beinecke. Und ich bin verliebt. Über die Liebe reden ist wunderschön. Ah, was soll ich tun? Erst gibt es Drinks, so nach dem Motto: Hallo, nett euch kennenzulernen. Hallo, schon nett euch kennenzulernen. Okay. Das Besondere für mich an der Addams Family ist, dass diese Familie eine sehr liebevolle Familie ist. Die ist schräg, die ist skurril und gleichzeitig hat sie all das, was man vielleicht in Familien gerade braucht. Das ist eine, die immer zusammenhält und eine Familie, die als Besonderheit hat, dass jeder so sein darf, wie er will, ohne vom anderen geändert zu werden. Und das ist manchmal sehr extrem und auf der anderen Seite wahnsinnig liebenswert und sympathisch. Addams Family Musik, die klingt, würde ich sagen, präzise und ein bisschen gaga. Was wär, wenn sie mich nie mehr quält, niemals mehr? Die klingt schräg, da ruckelt's und wackelt's und manchmal gibt's einfach auch eins auf die 12. Stilistisch ist eigentlich alles möglich. Die klingt nach Hollywood, nach einer Garagen-Punkband, aber nie blöd. Ja? Die Musik ist einfach die erste Sache.